Die Wiener Steffi in Köln zu Schlager, Ballermann-Hits und kölscher Mucke geht hier bis in die frühen Morgenstunden die Partypost ab. Genau die richtige Location für Party! Oder Pleite. Nicht mal Mitternacht und schon verhängen die Türsteher Eingangssperre. Fürs Partyvolk sind wir die letzte Chance. Da haben wir jetzt gar keinen Einlass mehr. Wollt ihr noch rein? Wir wollen absolut rein. Okay, dafür müsstet ihr aber gegen eine Truppe antreten. Und zwar im Schuhschleifen mit dem Mund um die Wette lösen. Seid ihr dabei? Wir sind auf jeden Fall dabei. Kein Warten, freier Eintritt und freie Getränke. Wer kann da schon Nein sagen? Wer ist ihr dabei? Ja, machen wir. Auf jeden Fall, klar. Team 1, Jenny, Laura und Katharina. Erzieherin Jenny übt mit den Kids im Kindergarten täglich Schleifen. Was kann da noch schief gehen? Ich möchte auf jeden Fall heute gewinnen, weil ich ein Siegertyp bin. Ich würde sagen, wenn sie verliert, gehen wir demnächst alleine feiern. Ja, weil so können wir sie dann nicht mehr mitnehmen. Statt auf Druck setzen Franziska und Elias auf Rückendeckung für die 23-jährige Hobbyköchin Katharina. Ich werde heute gewinnen, weil ich habe meine Freunde dabei und mit denen gibt es nichts zu verlieren. Wenn sie verliert, dann findet die nächste Hausparty bei ihr zu Hause statt. Wir wollen gewinnen, weil wir haben viel Durst und wenig Kohle. Wer schneller 4 Schleifen mit dem Mund aufmacht, darf umsonst rein und bekommt sogar noch die ersten Getränke spendiert. Der Verlierer darf Leine ziehen statt Schnürsenkel. Eine große Klappe haben beide Kandidatinnen. Doch am Ende zählt nicht ein loses Mundwerk, sondern nur lose Schleifen. 3, 2, 1 und los! Gleich wird sich zeigen, wer heute feiern darf und wer den Mund zu voll genommen hat. Jenny, schmeckt es denn? Ja, super. Zeig sie mal. Schmeckt sie gut? Ja, noch einer. Der letzte Schuh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und die Nase vorn hat Katharina. War eine sehr knappe Entscheidung. Aber ich muss sagen, ich sehe bei Jenny noch einen Knoten. Das heißt, die Katharina hat gewonnen. Unglaublich, aber mir war es ja eh von vornherein klar, dass wir gewinnen. Aber die Freude ist noch immer groß. Eigentlich sind wir schon ziemlich traurig. Wir wären schon gerne in den Laden gegangen. Aber ja gut, wir sind gute Verlierer. Wir werden uns jetzt noch irgendwie was anderes suchen. Katharina und ihre Freunde brennen dagegen bereits ein Feuerwerk ab. Dank VIP-Tisch und Freigetränken erwartet die drei ein perfekter Abend. Mit Schleifchen dran sozusagen. Zu enge BHs erhöhen das Brustkrebsrisiko. Die meisten Frauen tragen Größe 75B und ein BH kann das Abschleppseil für ein Auto ersetzen. Wir räumen auf mit einer Handvoll Mythen rund.